Jo, hallo und willkommen zum neuen Stream von Days Gone. Das Spiel heißt zumindest so. Ja, ich nicht. Ja, wir haben jetzt rausgefunden im letzten Stream noch ganz zum Schluss, dass wir den Hauptweg gefunden haben von den Freakers, wo die immer da durchkommen und so weiter. Dass sie eine Gefahr dann letztendlich für uns werden. Und ja, vielen Dank, Fisch. Vielen, vielen Dank, dass du reinschaust und willkommen. Ja, dass sie da immer reinkommen in durch diese Schlucht und dann, wie gesagt, uns für uns eine Gefahr letztendlich werden. Und deswegen müssen wir diese Schlucht schließen. Wir müssen halt eine Möglichkeit finden. Mal gucken, ob wir irgendwo Sprengstoff finden oder so. Oder ob uns jemand sagen kann, wo wir welches finden. Wir brauchen ziemlich viel. Mit einer Dynamitstange ist es da nicht getan. So, da wollen wir mal hören. Irgendwas dazu zu sagen. Mal hören, was sie zu sagen haben. Bereit? Wo wollen wir hin? Jo, sind wir. Dieses Mal musst du mir vertrauen. Ihm vertrauen, ich denke, das können wir. Das dürfte nicht weiter problematisch werden. Er wird uns nicht hintergehen oder so. Okay, wo fahren wir hin? Weißt du, was hier abgebaut wurde, überall in der Gegend? Ja, Quecksilber oder sowas. Genau, Zinnober, man extrahierte Quecksilber daraus. Viele Leute dachten, es wären Gold- oder Silberminen. Aber das stimmt nicht. Im frühen 20. Jahrhundert war Zinnober wertvoller als Gold. Zum Betreiben einer Mine braucht man TNT für Erweiterung, neue Tunnel, um Höhlen freizumachen und so weiter. Und um TNT besitzen zu dürfen, musste man sich im Bezirk registrieren und Zweitschlüssel für die Aufbewahrungskisten hinterlegen. Warte, das Bezirksgericht, wo zum Teufel ist das? Ich dachte, das weißt du. Das ist im alten Bundesgebäude. Im alten Bundesgebäude? Das in Sherman's Camp. Scheiße, Mike. Was zum Teufel? Du hast gesagt, du setzt nie wieder einen Fuß dorthin. Ach ja, ich erinnere mich nicht. Nee, ja, ist klar. Direkt nachdem Joe getötet wurde. Hab ich dir gesagt, warum? Nein. Hier! Bieg hier rechts ab! Das ist es! Aber warum soll man einen Zweitschlüssel hinterlegen? Das gibt doch keinen Sinn irgendwie. Naja. Da wird es vor Freaks nur so wimmeln. Das ist keine gute Idee. Das Wetter hält, wird schon gut gehen. Okay, das da? Das ist das alte Bundesgebäude. Da wollen wir hin. Ja, und da oben krabbeln schon wieder die. Lass uns Ärger möglichst. Ich weiß gar nicht, wie die Kleinen heißen. Die heißen gar nicht Freakers, die haben einen anderen Namen. Komm schon. Wir müssen. Ja, von den Häusern wegbleiben, weil die kleinen, possierlichen Wesen da oben sind. Und du weißt, wo der ist, wo auf dem Dach und die springen nämlich ist. Einem direkt auf den Kopf. Schon. Warte mal. Weißt du, was hier passiert ist? Nee. Brauchen wir nicht. Ja, alle wurden getötet. Frauen und Männer, Kinder. Nur wenige konnten entkommen. Du warst einer davon, oder? Nur zwei entkamen. Nora und ich. Aber nicht die Freaks haben alle ausgelöscht. Wie meinst du das? Hier. Geh doch. Geh schneller. Die Flasche ist meine. Oh mein Gott. Was zum Teufel, Mike? Nach zwei Wochen hatten wir keine Munition mehr. Es gab einen Waffenstillstand. Ein Treffen. Genau hier. Oh, wir wussten, was kommt. Wir wussten, was kommt und waren vorbereitet. Ein Kampf. Zwar nur kurz. Aber heftig. Sie hatten doch noch etwas Munition und verdammt.
siehst ja, was sie getan haben. Wie ich sagte, zwei Leute verließen die Stadt, als alles erledigt war. Und manchmal... wünschte ich, ich wäre nicht einer von ihnen. Ja, logisch, ne? Wenn man drüber nachdenkt, die haben ja letztendlich, diese beiden haben ja auch die hier alle getötet. Der Typ im Anzug. Wahnsinn. Hol den Schlüssel, damit wir verschwinden können. War schlimm, was man alles machen muss in so einer Zeit. Heftig. Und überhaupt, ne? Scheißegal. Überall liegen Leichen rum, in jedem Gebäude, wenn man so will. Du hast mich hergebracht, damit ich das. Keiner begräbt sie. Falsch. Hast du den Schlüssel? Wir holen uns die Karten von den Minen, so wie geplant, und damit finden wir mehr als genug TNT, um jede Höhle im Tal dicht zu machen. Bullshit. Mit einer Sache hast du recht. Ich find's gut, dass du's gesehen hast. Ich kann dir nicht folgen, Mike. Ich rede über den kommenden Krieg mit den Rippern. Der, auf den Skizzo so heiß ist. Glaubst du, ihn interessiert, wer stirbt, Freund oder Feind? Schon gut. Komm, legen wir los. Da ist die Tür. Hier ist alles verrammelt. Da versuche ich ja schon lange reinzukommen. Komm schon, wir müssen den Weg nach oben finden. Riecht, als wäre hier was gestorben. Überall ist irgendwas gestorben. Ja, ich riech's. Schöne Scheiße. Ich habe Kinder nie gemocht, die haben mich immer genervt. Das war immer ein Streitpunkt zwischen mir und Elizabeth. Gott hab sie selig. Du magst keine Kinder. Wow, und ich dachte, du magst jeden. Ja, sicher. Er ganz sicher nicht. Okay. Naja, am Anfang war er ja noch viel schlimmer drauf. Das war's dann. Jetzt haben wir Karten zu jeder Mine im Bezirk und wissen, wo ihr Dynamit ist. Ah, okay, ja. Okay, dann los. Da kommt jemand. Hörst du das? Banditen, ja. Bestimmt. Und erwartest du vielleicht jemanden? Nein. Kann ich mich auf dich verlassen? Hey, ich fange nicht deinen Ärger an, aber ich bring's zu Ende, wenn's sein muss. Gut. Das ist sehr gut. Bleib hinter mir. Hey, ich kann auf mich selbst aufpassen. Was, du sammeln? Nee. Klar kannst du das, aber weißt du noch letztes Mal, als wir hier draußen waren? Ja, wie gesagt, ich bleibe hinter dir. Können wir gleich mal so die Überraschungsmolotow dahin schmeißen? Und der andere auch kommt. Der andere auch. Lauf rein, Typ. Ah, der ist sogar zu dumm, um ins Feuer zu laufen. Wo ist der? Genau, ich hab getroffen, richtig. Da, da ist er. Doch mit dem Controller hier ein bisschen schwieriger zu zielen. Mit der Maus. Ja, wieso stellt... Da stellt er sich gerade hin. Klar, das war die beste Stelle, wo er sich verschanzen konnte. Was für ein kluger Mann. So, alles einsammeln. Die Axt brauche ich jetzt nicht. Vorsicht, nicht einfach in die Kugeln laufen. Da hinten schießen die. Die sind abgelenkt. Hey. Das will ich aber. Was hat die Stadt gesagt? Oh, oh, da kommt die ganze Horde jetzt. Wir müssen abhauen. Dann kommen die Horden. Das dürfen mehrere sogar sein. Wir schaffen ja nicht mal mit einer fertig zu werden. Gucken, ob wir damit was anrichten können. Boah, ich komme nicht weit genug ran. Ah, doch nicht schießen. Schießt er gleich hinterher. Ich würde mal eine andere Waffe holen.
Da oben. Der versucht mich von hinten zu erreichen. Nichts. Will ich einfach nicht zulassen. Öy. Na, wo ist er jetzt? Im Reich der Träume. So, erstmal die Lage checken. Hier vorne. Der ist erledigt. Lappen voll. Ja. Molotow können wir dann wieder bauen, ne? Ja. Ein wenigstens. Da können wir noch nichts. Weiter. Und da oben kommen auch Schüsse. Wo ist er? Da hinten. Oh oh. Oh, hier vorne direkt. Ich dachte, ich habe eine MG in der Hand. Und dann weit war es Molotow. Auch noch ein Diamant? Jetzt noch, alter Mann. Oh ja. Weiter. Ja, der alte Mann ist gut drauf. Weiter. Heilen? Genau. Ja, habe ich doch richtig gesehen. Da ist ein Scharfschütze. Da habe ich leider kein Gewehr. Schlecht. Oh, da kommt noch einer. Ganz ruhig. Es ging ja alles gut. Liegt so viel rum, Mann. Ich kann es nicht liegen lassen. Greifen die schon durch die Wand hier oder was? Ne, die Sträucher sind da. Die wachsen durch die Wand. Wo ist da mein Kumpel? Der ist da hinten. Oh, ich habe ja kein Ziel hier. Kein Ziel. Ja, ja, ist klar. Jetzt hat er mich im Visier. Weiter. Ah. Ich kann hier hoch. Erstmal schnell Medi benutzen und weiter. Liegt hier irgendwas? Nee, alles draußen da. Da komme ich nicht weiter. Jetzt muss ich schon wieder runter. Ich bin zu weit weg. Ach. Ich wollte doch den Scharfschützen platt machen. Jetzt muss ich wieder zurück. Der ist in die ganz andere Richtung gelaufen. Toll. Da ist er. Der wartet da einfach. Von hier aus soll ich den Scharfschützen erwischen mit den Waffen, die ich habe? Das geht doch gar nicht. Kommen die da hinten? Ne. Das ist doch die Nadel im Heuhaufen hier fast schon. Oder? Ich hab ihn einmal getroffen. Ja, wir haben ihn. Gott, was ein Chaos! Jetzt weißt du, warum niemand Shermans Camp betritt. Wenn Eddie rausfindet, dass wir hier unseren Arsch riskieren, dann wird sie sauer sein. Naja, aber wie sollte sie das jemals erfahren? Von mir nicht. Ah, wir haben es geschafft. Dann los. Zeig doch, der braucht lange zum Raufsteigen. Der ist nicht der schnellste.
einfach jetzt abhauen. Boah, was für ein Wetter hier. Merke ich ja jetzt erst, die ganze Zeit regnet das. Ich war so abgelenkt. Also wegen der Ripper. Warum wolltest du, dass ich den Scheiß sehe? Weißt du, Dick, du erinnerst mich ein bisschen an mich. Früher. Wie das? Mir ist alles scheißegal. Oh, du sorgst dich um deinen Freund, willst nicht, dass er stirbt. Aber um mich, um irgendjemand anderen auf diesem Planeten. Ich glaube nicht. Wer sich sorgt, der stirbt. Ja, das stimmt. Aber weißt du was? Wer es nicht tut, stirbt ebenso leicht. Auch die guten Leute aus Sherman's Camp haben sich irgendwann nur noch um sich selbst gekümmert. Es ist leicht, jemanden zu töten, wenn er nur ein Stück Fleisch ist, das einem im Wege steht. Skizo will die Ripper töten, weil er glaubt, dass sie nicht mehr menschlich sind. Sie zählen nicht. Sie sind keine Menschen. Stehen ihm im Weg. Tja, ich glaube diesen Scheiß nicht. Also die Maschine rutscht nicht aus. Wollte ich mal ausprobieren. Ah, der ist schon ein bisschen krass drauf, der Kerl, irgendwie. Finde ich. Etwas schräg. Ich kann ihn ja verstehen auf gewisser Weise. Ich meine, er möchte, dass wir darüber nachdenken, dass wir uns um andere Leute kümmern und so weiter. Aber naja, es hört sich so böse an immer, aber in solchen Zeiten... Da kümmern sich Menschen automatisch immer um sich selbst. Das ist halt so. Weil es halt schwer ist zum weißt Überleben. Du, Skizo, er fragt sich, warum ich Pazifist bin. Also, so nennt er mich gerne. Er glaubt, dass ich noch alle draufgehen lasse. Tust du das, Mike? Lässt du alle draufgehen? Freaks wird es nicht ewig geben. Und wenn sie weg sind, dann brauchen wir ein paar Leute hier, die beim Aufräumen helfen. Hey, hör zu. Hey. Ich mag Carlos und seine Ripper nicht. Genauso wenig wie Tucker oder Copeland und seine verdammten Truiser, klar? Aber hey, hör zu. Es ist so, Deke. Ich schlag mich nicht darum, einen von ihnen zu töten. Ich habe genug getötet. Auch wenn Carlos Ärger macht... Ich halte Wort. So viel ist sicher. Das werden wir sehen dann, wenn es soweit ist. Man sollte immer misstrauisch sein. Bin ich auch. Gut. Da geht's dann weiter. Allerdings möchte ich erstmal gern gucken, ob wir noch was anderes machen können. Im Moment nicht so wirklich so. Da haben wir nur die beiden Optionen. Den Grabstein besuchen. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Nein, dass wir da mal wieder... Darauf würde ich nicht wetten. Dein Waffenstillstand hält nicht. Ja, ausnahmsweise gebe ich Skizzo recht. Die Ripper, das sind keine Menschen. Weißt du, was da war? Nicht mehr. Die Kinder... Dass wir mal wieder in die Vergangenheit reisen, sozusagen. Mal gucken, was er mit seiner Freundin erlebt hat. Das ist alles für heute. So, ein bisschen abgeben, ein paar Sachen. Und dann geht's doch schon los. 3 Kilometer, ist ja nicht so weit. Um den ich frag mich, wie es Tümpel hier rumfahren. Ich sollte vielleicht mal reinsehen. Ja, das machen wir auch gleich. Das machen wir danach. Aber erstmal werden wir gleich eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit machen. Ja, Mike, hier ist Nick. Ich hab gehört, du hättest Shane Riley, als ich ihn verhören wollte, war er nicht da. Ja, also das, Mike. Ich wollte ihn euch bringen, ehrlich, aber er hat sich wie ein Wahnsinniger gewehrt und er ließ mir einfach... Ja, da hat sich's anders überlegt. Du weißt noch, was ich sagte. Wie die Dinge hier regeln. Ja, Mike, ich weiß. Los, Mike, mit deinem Spaß.
Also in Wirklichkeit fahre ich weitaus besser Motorrad als hier in dem Spiel. Davon abgesehen. Es ist auch eine Tatsache, dass es in Spielen immer schwerer ist, Fahrzeuge zu bedienen. Das ist völlig egal, ob es ein Auto ist oder Motorrad oder ein Fahrrad oder so. Das ist weitaus schwerer in einem Spiel, wie gesagt, richtig ordentlich zu fahren. Jo, ich fahre hier einfach weiter. Boah, ich muss fahren. Los, die kommen schon. Der zieht mich gleich runter hier. Das haben wir. Und jetzt werden wir hier mal runter. Alle Augen schnell zumachen. So. Dick, es ist dringend. Irgendwas ist da oben. Was ist los? Der Kerl, den wir suchen, Eric Lynch, der Campbell und Reed ermordet hat. Auf der Farm. Weißt du, wo er ist? Ja, er ist am Nordufer bei der alten Bootsrampe. Skizzo wollte hinter ihm her, aber Iron Mike wollte dich. Ich krieg ihn schon. Danke, Dick. Mach schnell. Ja, aber ich möchte erstmal doch die Reise in die Vergangenheit machen. Es waren vorhin auch nur 3 Kilometer. Jetzt fahren wir schon so lange und das sind immer noch 2 Kilometer. Das gibt's ja nicht. Irgendwie fahren wir hier einen Umweg oder was? Oh Mann, du. Jetzt bin ich aber schon hier. Was zum Teufel? Geht's noch weiter? Achso, hier durch. Aber wir haben's gleich. Wow. Langsam. Langsam. Die Bremse ging eben nicht. Hey, Deacon, kannst du kommen? Lass mich raten, du hast einen Job für mich. Okay, sind schon Ende. Jetzt kommt wieder alles. Jetzt haben wir wieder jede Menge Missionen. Ah. So. Jetzt sind wir gleich durch hier. Dick, hier ist Tucker. Und los geht's. Bist du da? Tuck, ja, ich bin da. Du hast bestimmt wieder einen Job für mich. Gut, ich komme dann vorbei. Dick, ein Ende. Wir haben alle Jobs für uns. Das ist gut. Weg, hier ist Copeland. Bist du da? Copeland, ja. Ja, ich höre. Ich komme vorbei, wenn's passt, okay? St. John N. Die tun alle so, als wenn wir hier die Einzigen wären. Und die anderen alle nichts tun könnten. Aber cool, so macht's Spaß. Jede Menge zu tun. Hä? Ach so, reparieren, auftanken. Wie jetzt? Habe ich jetzt nicht mehr drauf geachtet und... Der Sprit ist leer? Bike schieben? Kann man auch. Oh, oh, ich habe gar nicht drauf geachtet. Mein Tank ist leer und ich fahre immer weiter. Naja, gut. Dann fahren wir. Nur Schluss. Da oben ist aber Benzin. Ist nicht weit. Da komme ich doch nie in Berg hoch. Ich fürchte, wir müssen die Karre hier stehen lassen, aber da oben ist Sprit. Normal habe ich immer darauf geachtet und jetzt war ich so auf die Story konzentriert. Irgendwo die Richtung hier. Ja. Sie die Preise an, damit sie die Macht in ihren Händen konzentrieren konnten. Und wir wollten Dämme für Elektrizität bauen. Bei unserem Glück ist da irgendwo eine Horde. Wichtiger als unsere Häuser zu heizen. Ein paar Bäume fällen, um diese Häuser zu bauen. Doch die Nester von ein paar Tüpfel-Uhus waren wichtiger als die gesamte Holzindustrie. Jetzt, wo die Behörden verschwunden sind, sagen wir haben den Mittelsmann eliminiert. Niemand kann uns verbieten, uns zu nehmen, was uns gehört. Hier ist mal Kuchen für Radio Free Oregon. Glaubt die Lügen nicht. Weißt du was, Cobb? Die Benzinpreise sind gerade ziemlich niedrig. Ah, das Problem ist nur, du musst es selbst finden. Und soweit ich weiß, gibt's hier eine Menge Wichser, die sich nehmen wollen, was rechtmäßig uns gehört. Was war das? Straßenräuber, hm? Die werden nicht zögern, mich zu töten. Straßenräuber, cool. Dann machen wir sie mal fertig.
Dann haben wir mal wieder was zu tun. Oh, der arme Fricker, da wird geblendet. Mit einer Taschenlampe. Oh, rechts schießt auch einer. Da. Nein, lass das. Oh, toll. Das Problem ist, wenn man in der Hocke ist, dann kommt man nicht so schnell vorwärts. Aber es ist ja gleich da unten. Jetzt sind die wieder weg. Schade eigentlich. Schreie nicht so rum, Mann. Na, wie ist das? Mehr Beute. So, jetzt holen wir Sprit und dann fahren wir weiter. Ausdauer verbraucht. Ja, hier waren wir schon, stimmt. Das können wir nicht holen. Da ist der Kanister. So, dann können wir wieder zurück. Das war schon. Und so weit weg ist das Bike hier auch nicht. Es geht noch. Gehen wir mal lieber hier oben rum. Ich habe im Moment keinen Bock zu kämpfen. Das kommt noch. Das müssen wir noch oft genug. Was, da ist hier jemand? Das sind auch wieder Banditen. Da ist nicht nur einer. Boah, überall Viecher hier. Wie soll ich denn tanken? Oh, Mann. Tja, müssen wir erstmal kämpfen. Jetzt sind die so laut, dass die Banditen auch noch rankommen. Ist ja klar. Ach. Jetzt ist die Axt kaputt. Ah, toll. So, wo ist der Kanister? Maschine erstmal hinstellen und wieder Kanister holen. Tanken. Na komm, tank doch mal. 19%, das kann. Oh nein. Die wollen alle nicht, dass ich hier tanke. Lass mich doch erstmal in Ruhe. Kommt später wieder. So. Ah, der war nett, der hat wenigstens gewartet. Wo ist er denn? Da hinten. Ich schnapp ihn mir einfach mal, wenn wir schon hier sind. Irgendwann bleibst du schon stehen. Jetzt hab ich dich. So, jetzt haben wir hier Lärm gemacht. Da, eine Waffe. Ja. Wenn es auch nur eine Latte ist, aber das ist besser als gar nichts. Ah, jetzt ist es was Gutes. Damit kann man arbeiten. Gut, dann. Oh. Ich kann das Auto hier noch knacken. Oder? Nee. Schau mal, hau ab. Verschwinde. So. Jetzt können wir weiterfahren. Okay. Nee, nicht die. Oder? Doch, behalten wir die. Gut, dann geht's weiter. Bin ich gespannt, was er noch alles mit seiner Freundin erlebt hat. Seine großen Liebe.
Oh. Das ist das Lager, wo wir vorhin waren, oder? Nee, ich glaube nicht. Oh! Ah, das war nicht gut. Das ist ungesund. Das sollte man nicht zu oft machen. So, weiter geht's. 1 Kilometer noch. Gleich haben wir es. Muss das Bike mal reparieren. Erstmal noch ein paar Punkte sammeln. 100%. Ja. Oh, den haben wir nicht getroffen. Wir können ruhig mal ein bisschen. Rikers. Klatschen. Oh. Hättest du nicht atmen können? Biker stört man nicht. Beim Motorrad reparieren. Also. Hä? Was war denn das für ein Geräusch? Das hört sich an wie ein Bär. Tatsächlich. Hier ist ein Bär. Ich kann nicht reparieren, ich hab nichts. Kein Material. Da. Das ist zwar kein Bär. Oh, da ist er. Schnell, heilen. Boah. Zu spät. Na toll. Der hat mich zerfetzt. Aber so weit sind wir ja. Wir haben ja getankt. Dann können wir hier weiterfahren. Muss ja nicht alles nochmal machen. Der ist voll reingelaufen. Das war nicht meine Schuld. Ich bin unschuldig, Herr Förster. Ich war das nicht. Cool hier rüber zu brettern. Ich muss in die andere Richtung. Falsch. Obwohl, das geht auch. Fahren wir einfach weiter. Oh, oder auch nicht. So, Maschine hinstellen. Jetzt müssen wir sie auch mal reparieren, nachdem wir die Freakers geklatscht haben. Ey, lass meine Maschine in Ruhe. Du vergreifst dich nicht an meine Maschine. Neue Fertigkeitspunkte. Sehr gut. So, erstmal reparieren. Ich krieg das hin. Dann gucke ich mal, ich den Punkt einsetzen kann. Macht das im Moment immer noch bei Nahkampf? Henker. Ein Tarnangriff auf schwere Freaker. Ja, machen wir das mal. So, weiter. 80%? 80% habe ich die Maschine reparieren können, nicht 100%. Das heißt, ich muss Teile sammeln. Ich habe scheinbar nichts mehr. Ah, ich konnte mich jetzt eben nicht entschließen, wo ich lang fahre. Entweder geradeaus oder rechts. Da bin ich einfach in die Mitte gefahren. Das war nicht so gut. Nicht so praktisch. So, jetzt sind wir gleich da. 800 Meter. Jetzt haben wir es endlich. Das war ja eine lange Reise. Krass. Na, jetzt muss ich mal gucken. Aha, da lang.
Oh, hier habe ich auch eine gute Erinnerung. Da hinten. Weiter. Am Hügel hier, daran. An der Horde. Wahnsinn. Eine riesige Horde. Die hat mich echt zu schaffen gemacht. Da habe ich auch eine ganze Zeit dran gesessen. Wegzukommen. Das ging gar nicht so einfach. Nicht immer kann man einfach weglaufen. So, jetzt sind wir fast da. Ja, gleich haben wir es. Ein paar Meterchen noch. Da oben. Da ist es. So. Jetzt bin ich gespannt. Klappt's? Reisen wir zurück in die Vergangenheit? Hey, ich bin's. Also, ich habe Usa ins Lost Lake Camp gebracht und ich weiß, ich wollte nie wieder dahin bei dem ganzen Ärger mit Iron Mike und so, aber ich hatte keine Wahl. Also, Usa, er wäre fast gestorben und er wollte trotzdem nicht hin. Scheiße, ich auch nicht, aber wie gesagt, ich hatte keine Wahl, wir beide nicht. Also, war es egal. Er hat den Arm trotzdem verloren und jetzt ist er fest. Also, wir sitzen fest. Verdammter Schizo. Ich weiß nicht, ob ich dir von diesem Clown erzählt habe, aber er gehört zu den Arschlöchern, die der ganze Scheiß hier freut. Er sagt, er war in einer Gang in Sacramento, Fresno. Ich weiß nicht mehr, aber er ist nicht von hier und er lügt. Er sagt, er hat Drogen und Waffen verschoben von Kalifornien nach Oregon und dann war alles vorbei. Weißt du was? Ich glaube, nichts davon stimmt. Für mich sieht er eher aus wie ein Student aus dem Lacrosse-Team, der nebenbei im Kiosk arbeitet oder... oder, naja, das vielleicht nicht. Der hätte einen lockeren Job bei seinem Alten im Steuerbüro gehabt, Kopien gemacht und jeden Morgen einen Kaffee gekocht, weißt du? Einer, der am Tag mehr verdient als ich in einer Woche. Weißt du, das war dieses Spiel von Boozer und mir, bevor wir endgültig aus Lost Lake weg sind. Wir nannten es, Wer warst du? Also, wir haben uns die Leute angeguckt und versucht zu raten, was sie früher gemacht haben, ne? Weißt du, ich habe einige Junkies getroffen, viele Ex-Knackis, keine Steuerberater. Klar, wenn man darüber nachdenkt, die ersten Wochen, als alles den Bach runterging, ich meine, scheiße, was für eine Freakshow. Nie im Leben hätte das ein Steuerberater oder so ein Bürohengst überlebt. Keine Ahnung, vielleicht sagt Schizo ja doch die Wahrheit. Ist wohl gut, dass du das verpasst hast. Es ist gut. Wie auch immer, Boozer und ich wollten nach Norden, weg von dieser Scheiße, aber das wird nicht so bald passieren. Eher gar nicht. Das hat auch was Positives. Ich bleibe also bei dir. Okay, ich komme später wieder. Bis dann. Deswegen bin ich hierher gegangen. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Es war irgendwie rührend, aber ich habe doch ein bisschen gehofft. Ja, er muss seine Vergangenheit bewältigen. Ich habe doch gehofft, dass wir in die Vergangenheit reisen und noch was erleben nochmal. Das wäre doch schön gewesen. Das hat mir echt gefallen. Das hat mir schon 2-3 Mal gemacht. Deswegen denke ich, das kommt irgendwann auch nochmal. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt als nächstes machen. Ja, das haben wir ja vorhin schon mitgekriegt, dass jede Menge Funksprüche reinkamen. Camp zurückkehren? Da kriegen wir dann die ganzen Aufträge. Oh, da haben wir zu tun. Dann fangen wir mal hier an. Von unten arbeiten wir uns dann nach oben. Ich mag die Nebenmissionen. Macht echt Spaß. Mal wieder auf die Straße kommen. Moment. Was hier nicht schaden könnte, wäre ein bisschen Sprit. Und nebenbei sammeln wir noch ein bisschen Zeug. Wenn wir schon mal hier sind. Sehe ich hier keinen Sprit, aber hier muss irgendwo was sein. In so einem Lager ist immer was.
Hier vielleicht? Nee, die Minimap zeigt nichts an. Naja, da müssen wir halt unterwegs gucken. Und nebenbei leveln wir immer, deswegen lohnt sich das, hier nochmal aufzuräumen. Mehr ist hier nicht. Machen wir hier. Blaue Kanister sind ja da, aber die kann ich ja nicht nehmen. Dich kann ich brauchen. Ne, mehr ist nicht. Das kann ich brauchen. Na gut, dann fahren wir. Die Minimap zeigt auch nichts an, also können wir von ausgehen, dass hier kein Sprit ist. Ja, hier runter. Oh, da ist eine Horde. Guckt euch das an, wie viele das sind. Ein Wahnsinn. Ich feiere das ehrlich gesagt immer. Ich kenne kein Spiel, wo so viele Zombies auf einen Haufen hängen. Die hinter einem her sind. Die wollten uns alle an die Wäsche da. Boah, Wahnsinn. Unglaublich. Und was noch krasser wäre, wenn wir mal gegen die kämpfen können. Aber im Moment schaffen wir das noch nicht. Oh. Ui. Jetzt war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Ich habe nämlich da hinten Bewegungen gesehen. Komm, reparier doch mal. Stell mal die Karre hin. Und jetzt reparieren. Wir haben nichts. Ah, ich habe kein Material mehr zum Reparieren. Toll. Dann plündern wir hier mal. So, okay. Dann gehen wir mal rein. Oh. Ein Bär. Da müsste von Weitem schon anzeigen, dass ich das nicht brauche. Ich müsste das rot markieren oder so. Das wäre doch nicht schlecht. So läuft man immer umsonst hin. Geht auch nicht. Da zeigt es erst rot, wenn man dichter dran ist. Vorher ist es einfach ein kleines weißes Dreieck. Hier haben wir schon viel geplündert. Weiter. Ist nichts. Mal hier rein. Ah ja.
Sehr gut, jede Menge Material. Ich hoffe, der noch wieder aufsteht. Man weiß es nicht. So, raus hier. So, mit dem Schrott können wir das Bike reparieren. Das ist schon mal gut. Wo waren wir noch nicht drin? Da oben. Hallo. Eine ziemlich gemeine Begrüßung ist das. Ist da was drin oder so? Ne. Vorne ist irgendwo was. Hä? Wieso ist da ein Pfeil? Ist das unterirdisch oder wie? Jetzt. Hä? Keine Ahnung. Ist das unter der Erde? Seltsam. Jetzt ist der Pfeil weg. Sehr seltsam. Hier gehen Dinge vor. Ist gar nichts oder was? Nicht mal ein bisschen Schrott? Ah, doch. Gut. Jo, da haben wir schon was. Hier geht's weiter. Na, da ist einer. Ich würde mal sagen, das lohnt sich. Hier mal rumzustöbern. Ja, sehr gut. Stoff. So, in dem Haus waren wir, glaube ich, schon. Dann machen wir hier weiter. Eine richtige Fundgrube hier, was wir hier haben, was wir hier gefunden haben. Nicht schlecht. Stoffs können wir bestimmt bauen, ja. Wenigstens mal einer. So, was haben wir hier noch? Ah ja, da haben wir ja schon Kanister. Sehr gut, das ist schon wieder ein Zeichen mit einem Zaunfall. Geh zurück zu deinem Bike. Wieso komme ich hier nicht raus? So. Ja, dann brechen wir jetzt hier ab und gehen einfach zurück. Da ist es. Dann schauen wir mal, inwieweit wir das reparieren auch können. Schmeiß weg. So. Ja, jetzt geht's. Oh, 66%. Mehr nicht. Ich habe so viel Schrott gesammelt. Das war einiges. Na gut, fahren wir weiter. Oh. Guck mal, kann ich hier im Auto was sammeln?
Ach, da sind die Zombies wieder. Die Freakers. Da müssen wir schnell durchfahren. Das ist eine ganze Horde. Wieder. Bloß nicht stehen bleiben. Immer weiter, weiter. Ah. Müssen wir hier mal gucken. Oh, jetzt haben wir unser Bike noch beschädigt hier. Toll. Ich bin dabei, das zu reparieren und... beschädige es noch mehr. Das ist aber nicht gut. Mal gucken, kann ich es reparieren und machen? Nee, ich habe hier keinen Schrott mehr. Muss ich das mal mit dem Messer aus? Jetzt. Ja, er hat schon in der Hand, aber trotzdem. Das Blöde ist, wenn ich jetzt so das so gelassen hätte, hätte er später das Beil wieder rausgeholt. Hä? Wir haben hier nichts. Ah, nichts. Nicht mal die LKWs kann ich hier knacken. Auch nichts. Da ist was. Hm, voll das Ort. Weiter. In der Hoffnung, dass wir irgendwo noch Materialien finden. Sieht fast aus wie eine Höhle hier. Ist aber keine. Da drüben sind auch noch Autos. Guck mal, ob ich hier was... Und kann, sah eben nicht so aus, aber... doch irgendwo was, oder? Da ist eine Falle. Vielleicht nicht. Schmeiß weg. Hauptsache, ich laufe nicht rein. So, wieso haben die so komische Fallen hier aufgestellt überall? Seltsam, komischer Ort. Mal sehen, geht noch was? Irgendwie nicht. Dann steig auf und fahren wir weiter. Und ab die Post. Mich auch noch mal umsehen. Den schnappen wir uns. Hier waren wir vorhin auch schon. Hier sind wir ja gestorben. Gucken wir uns noch mal hier drin um. Das ist unser Waffenschrank. Das können wir von überall aus erreichen.
Aber das Ding ist eigentlich leer. Ich benutze es gar nicht richtig. Irgendwie nicht. So, hier drin ist auch noch was. Ah ja. Sehr gut. Da können wir mal uns hinlegen, wenn wir wollen. Aber ich will jetzt nicht. Was haben wir da noch? Ein Lappen. Mal, können wir noch was reparieren? Ja, es geht noch was, tatsächlich. Ah, 74%, immer noch keine 100. Wir fahren trotzdem weiter. So, weiter geht's. Schön knapp alles hier mit Rohstoffe. Mal gucken, kann ich da noch Schrott rausholen? Nee. Nö, geht nicht. Da ist Sprit. Ja, genau, an der Tankstelle sind wir schon sehr oft vorbeigefahren. Tanken wir noch mal wenigstens das. Gutes Timing. Fertig. Was ist denn hier los? So. Wie viele Drifter habt ihr heute schon gekillt, ha? Ja, das denke ich mir, wenn ich euch sehe. Ah, wie sollten wir vielleicht speichern? Kann ich jetzt nicht, wa? Geht das noch? Ich habe mich noch gar nicht entdeckt. Ja, dann muss es gehen. So. Ja. Leise. Zum Glück haben sie uns nicht schreien gehört. Er ist alleine. Oder? Hilfe! Das ist eine Falle bestimmt, da kommt noch mehr. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Oh je, um Gottes Willen. Der ist total panisch. Du wirst es hier draußen nicht schaffen. Ich weiß, wo ein Camp ist. Wohin? Wohin? Ich gehe. Ja, ihr geht. Hey, hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel, sie lässt dich rein. Oh mein Gott, vielen Dank, Mann. Oh mein Gott. Ich dachte, ich gehe hier drin drauf. Sag ihnen, es war St. John, Deacon. Die kennen mich. Halt den Kopf unten und lauf! Waren hier nicht eben gerade zwei Leute? Eigenartig. Hä? Da waren doch zwei. Geisel. Die andere Geisel ist verschwunden. Er hat sich in Luft aufgelöst. Hm. Naja, egal. Ist halt so. Seltsam. Gut. Vielleicht noch ein bisschen Pflanzen einsammeln. Das ist immer voll irgendwie. Jo, das haben wir noch nebenbei gemacht. Ah, da drin im Tunnel da könnte ich auch noch Schrott sammeln. Da stehen ja jede Menge Autos.
Da müsste ich doch mal was finden. Eigentlich. Da drin ist noch was. Ich muss leider so viel sammeln, weil mir fehlt so viel Kram. Wenn das Motorrad gar nicht mehr läuft, näher, wenn es total kaputt ist, dann habe ich ein Problem. Die ganze Zeit zu Fuß laufen ist nicht lustig. Ist zu weit und vor allem zu gefährlich, wenn die Orden auftauchen. Dann habe ich da keine Chance. Hinten ist noch mehr. Sehr gut. Hier auch. Eine Flasche. Auch? Ja, sehr gut. Das kann ich sowieso alles nicht nehmen. Da gucken wir mal, kann ich nochmal reparieren? Müsste eigentlich. Mal sehen. 88, oh. Heute wird's aber echt spannend gemacht hier. Ist doch nicht. Irgendwie brauchen wir immer mehr Schrott. Die Maschine zu reparieren, da ist auch noch was drin. Das Auto wegschieben, aber ich kann auch hier durchlaufen. Na, kann ich nicht. Ja. Ja. Anbringen. Falldämpfer ist gut. Den baue ich gleich mal an. Na gut, dann fahren wir weiter. Ich wollte darüber fahren. Die Kante war noch ein bisschen zu hoch. So. Hier sind einige. Naja, letztendlich waren es nur drei. Und meine Maschine ist schon wieder kaputt. 62%. Ach nee. Wir fahren weiter. Lächeln. Komm schon. Jo. Oh oh. Ich fahr mal hier unten lang. Ich muss den loswerden.
und weggesagt. Ist ein bisschen kompliziert immer zu schießen hier, während man fährt. Nein, nicht da am Baum rein. Oh, jetzt haben wir es gleich. 700 Meter noch. Ein Hirsch auf der Straße. Weißt du was? Das ist eine schlechte Idee gewesen, aber ist das immer noch. Hä? Oh, die haben ein Seil gespannt, die Banditen. Ich wollte hier direkt vorbeifahren. Okay. Wenn hier nicht ein Scharfschütze auftaucht, der auch oft dabei ist bei den Banditen, dann müsste es gehen, aber scheinbar nicht, ne. Die waren nur zu zweit. Man sieht das Seil immer gar nicht. Und wenn, dann zu spät. Naja, gut. Wenn wir schon abgeworfen worden sind, dann schaue ich mich hier mal um. Ob wir hier noch ein bisschen Schrott finden. Ja. Sieht gut aus. Gut. Noch mehr, komm. Oh, hier ist einiges, ja. Das brauche ich jetzt nicht. Aber hier. Hat das jetzt genommen? Ich habe es nicht gesehen, ja. Da. Das können wir alles nicht holen. Kann ich noch was basteln? Nein. Das ist schade. Und schon ist es näher wieder gar nicht so viel. Hier auch wieder können wir nicht holen. Kein Schrott? In der Tankstelle muss es doch Schrott geben. Jede Menge sogar. Oder nicht? Hm. Die Mülltonne? Braucht uns mal jetzt nicht zu interessieren. Dann schaue ich mal hier rein. Da ist doch bestimmt wieder was drin. Ja, wir haben Glück. Ich muss doch die Maschine mal wieder auf 100% kriegen. Noch mehr Zeug drin. Komm. Mach auf. Gedacht, hier am Auto ist noch was, aber nee, ist nicht. Hm, da hinten noch? Hier auch. Eine Waffe. Eine Latte kann ich nicht holen. Die Axt ist aber kaputt. Brauche ich 6 Schrott. Dafür krass. Warum haben wir noch was? Da war auch noch was. Komm, mach auf. Gut. Hier ist noch Sprit. Könnte man gleich mal mitnehmen. Wo ist denn der Kanister? Ja, da muss ich mit der Karre dahin fahren. Der geht's gar nicht gut. Was? Ich hab was gehört. 55% ist nicht gerade viel. Jemand hat ein Motorrad gestartet. Hier ist jemand irgendwo. Seltsam. So, jetzt fahren wir mal dahin und dann tanken wir nochmal. Oder ist meine Maschine hier gestartet? Das kann auch sein, aber ich habe sie nur hingestellt. Schnell speichern. Können wir machen wieder. Anfangen? Ja, sehr gut. Das haben wir aber echt selten hier, dass eine Tanke mal funktioniert.
Das arme Bike. Echt, das hat es nicht verdient. So schlecht behandelt zu werden. Hier was? Nee. Nichts. Ich habe so viel Schrott gefunden, ich kann das alles nicht gebrauchen. Zumindest nicht fürs Motorrad. Das ist schlecht. Da vorne ist es schon. Können wir gleich mal die Maschine reparieren. Ah ne, die brauchen ja auch Hilfe. Stimmt ja, da war ja was. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin, die lassen wir nicht in Ruhe, nicht in Stich und die Leute. Die verlassen sich auf uns. Nee, nichts mit zurückziehen. So. Ja, das war jetzt keine große Aktion. Nur mal reparieren? Nee. Ich hab gar nichts. Wo war denn die Werkstatt? Die war da vorne. Händler? Nee, ist doch weiter hinten. Du kamst doch gestern Abend her mit Ricky und wer war der Typ? Boozer oder auch William oder Bill. Ich nenne ihn schon immer Boozer. Frag mich warum. Hatte ich. Ich meine, ist der okay? Ich war kurz da, um Eddie zu sehen. Er sah nicht gut aus. Ja, er wird schon. Kann ich nicht holen. Sobald er versorgt ist, fahren wir nach Nord. Verstanden? Also das ist gut. Okay? Eben, also manche Dinge sollte man eben ruhen lassen. Alle fragen immer danach, warum? Warum fragen die ständig danach? Wollen die uns loswerden oder woran liegt das? Na, ihr wolltet doch in den Norden fahren und so, ihr wolltet doch. Irgendwie wollen die uns loswerden. Ihr könnt doch froh sein, dass wir ihre ganze Drecksarbeit machen. So, Küche. Müsste mal irgendwas kaufen, ich brauche ja eigentlich Teile. Kann man nicht. Vielleicht später ist. Oder man braucht einen bestimmten Vertrauens-Level, sag ich mal. Gut, wir gucken jetzt mal zur Werkstatt. Fahren wir jetzt erstmal und gucken, dass die Maschine repariert wird. Und dann werden wir uns die nächste Mission abholen. Die Karre qualmt, die ist erledigt. Ich schau mich mal um. Ist das okay? So, reparieren. Geh pfleglich mit ihr um. Du brauchst echt viel Sprit, was? Ja. So, Leistung. Mal neuen Motor? Nein? Gibt's nicht. Wir kommen hier gar nicht weiter, ne. Okay. Wir haben immer noch Vertrauensstufe 1 hier. Gut, dann. Okay. Ja, weiter. Direkt hier fahren wir hin. Ein Meter weiter. Ach. Dick, eine Gruppe Männer ja. War hier und ballerte rum. Als wir sie nicht reinließen, fuhren sie weg. Oh, Scheiße. Welche Richtung? Nach Westen. Aber sie fuhren nicht weit. Sie haben ein Camp nördlich von Eden Hill. Ich glaube, sie planen einen weiteren Angriff. Bitte sieh dir das mal an. Okay. Ja, ich kümmere mich. Danke, Dick. So, mal eine kurze Pause und dann geht's weiter. Bis. Na gut, das ist jetzt mehr oder weniger. Schauen wir mal. Weil ich will ja nicht morgen den Stream wieder machen und dann funktioniert das schon wieder nicht oder so. Ist auch nicht Sinn der Sache. Sollte es jetzt noch funktionieren, dann versuche ich noch das bis zum Bosskampf zu machen. Und ja,
schließen wir den Bosskampf noch ab. Machen wir einen ganz kurzen Stream. Dann wissen wir auf jeden Fall, ob es funktioniert oder nicht. Dann haben wir es amtlich, sozusagen. Okay, jetzt sind wir wieder da. Mal sehen, wie lange. So, haben wir das. Jetzt haben wir das. Und wir wollen so eine Nebenmission. Jetzt sind wir wieder hier. Wir werden da jetzt mal schnell hinreisen. Fahren wir mit dem Auto hin. Ich schaue nochmal nach den Waffen, weil ich weiß ja nicht, was da los war. Weil vorhin ist sogar der PC richtig abgestürzt. Also keine Ahnung, ob das jetzt speziell am PC lag oder... Oder doch im Internet, weil OBS ist da so ein bisschen empfindlich, sag ich mal. Wenn das da mit dem Internet nicht hinhaut, dann stürzt er ab. Und im schlimmsten Fall nimmt er sogar den ganzen Computer mit runter. Zieht er ihn mit runter. So, da hinten ist es. Da fahren wir dann jetzt mal hin. Ach, da komme ich nicht durch. Unglaublich. Sich extra hier rumfahren. Okay. Jo, schauen wir mal. War so schön vorhin. Und ich war so schön drin und plötzlich stürzt es ab. Wir sind haarscharf dran, einen Bosskampf zu machen. Deswegen, das hätte ich noch gern gemacht heute. Weil ich will das ja auch mal durchkriegen, das Game, weil nächste Woche, ich will das nicht durchprügeln, aber jetzt schon nochmal durchspielen, also zügig durchspielen, sag ich mal so, weil, ja, dann nächste Woche, Freitag ist das, glaube ich, ne, da kommt das neue Fallout raus. Nein. Fallout nicht, nein, habe ich nie gesagt, Far Cry. Der sechste Teil sozusagen und die Fortsetzung von dem hier, was wir gerade spielen. Und da ist es schön, wenn man das alles nochmal voll gespielt hat. Ich finde es angenehm. Mir gefällt das. Deswegen habe ich mir gedacht, machst das mal. Aber bis dahin muss ich dann auch durchhaben letztendlich. Ne? Wenn es jetzt andauernd abstürzt alles hier, dann haut das ja auch nicht hin. Hm. Mal schauen. Bis jetzt läuft es ja. Ausgelassene Frames ist gleich 0. Das ist schon mal sehr gut. Ach, bei dem waren wir doch auch schon mal. Ja, stimmt. Der wurde ja andauernd unterbrochen. Ja, das war es ja. Wow, vielen, vielen Dank für den Ride. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nur nicht, ob ich... So, und weiter geht's. Ab auf Spike. Und los geht's. Jetzt ist die Maschine wieder flott. Nur, wir haben das Problem, dass wir immer noch nicht genug Teile haben, um die Maschine wieder zu reparieren, wenn sie wieder kaputt geht. Wenn wieder jemand ein Seil rüberspannt oder auf uns geschossen wird. Oder die Freakers auftauchen. Ja, die machen auch immer gerne die Maschine kaputt. Also heißt es unbedingt auch wieder weitersammeln. Ja, ich fahre jetzt hier ein bisschen seltsam. Sag mal, die Linie hier, die er mir anzeigt, die ist ja furchtbar. Mal so. Na, spielt die hier schön mit Müll rum. Mal gucken, ob wenn ich mal ein paar Tiere jagen kann hier. Das Vieh. Sonst wohin gelaufen, wa? Oh, wo ist denn der Hirsch da? Weggelaufen. Schade. Den hätte ich mir jetzt gern geschnappt. Da hinten ist er. Rennt über die Brücke rüber. Jetzt haben sie ihn erwischt. Den hole ich mir. Da schießt einer. Das ist ein Scharfschütze wahrscheinlich. Das kann spannend werden. Irgendwo ist da ein Scharfschütze. Zwei Tiere liegen da schon. Vorsichtig.
Da steht eine. Ah, jetzt sehe ich das. Ist auch von meinen Leuten. Ach. Dankeschön, dass du ihn erschossen hast. Das gibt Geld. Cool. Den auch noch? Vielleicht zwei. Weiter geht's. Auf zum Bike. Da ist es. Okay, Ricky, ich bin bei Eden Hill und jede Menge Drifters. Kriegst du das hin? Ich schätze, das werden wir bald rausfinden. Was speichern? Nee. Die haben mich gesehen. Check doch mal ab. Junge, der prügelt dich sonst von der Maschine. Siehst du, das macht er gerade. Du musst doch absteigen. So. Was echt? Och, das auch noch. Ihr solltet also einfach mal bei uns ein bisschen rumballern. Ja, nicht nur das. Ich stellt mal einfach mal so ein bisschen Fallen auf. So, ich muss die knappen. Die haben hier irgendwo sind sie jetzt hier rumgelaufen. Ist das alles? Wo ist der denn? Irgendwo einer ist. Da, da ist er. Boah. Toll. Der ist hinter uns, ne? Ah ja, du. So einfach kommt ihr mir nicht damit davon. Ach, Molotovs hier rumzuwerfen ist ja eigentlich Quatsch. Schießt ja überall Wasser. Normalerweise ist das Verschwendung. Ah. Oh, zu spät. Ich hab's nicht mehr geschafft. Toll. Ich konnte nicht mehr heilen. Ich war gerade dabei, da bin ich gestorben. Okay, Ricky. Aber ich liebe solche. Und, jede Menge Drifter sind hier. Kriegst du das hin? Ja, aber sicher doch. Das werden wir bald rausfinden. Beacon Ende. Da fährt einer. Alles klar, da hinten. Ihr wolltet also einfach mal bei uns ein bisschen rumballern. Ah, ich glaube, es wird Zeit, dass ihr weiterzieht. Was mal. Alle da hinten im Moment noch. Er guckt da so. Kommt schon, Jungs, ist das alles? Greif ihn an! Scheiße, scheiße! Er läuft direkt in meine Kugel rein. Er rührt sich nicht, ich lauf doch gerade hier. Hinten kann ich Molotov hinwerfen, das geht. Ich hab ihn nicht getroffen. Was für eine Verschwendung. Wirf einen Molotov, fuck ihn ab! Ich werde einfach hingehen und das sage ich. Das war der letzte. Wie viel es erwischt hat, war nicht schlimm. Feuer frei! Freaker! Steckt euch! Nee.
Ja, die haben hier es voll zu tun. Die Fricker sind hier auch irgendwo. Oh, hier sind einige, wa? Sind nicht nur eben ein, zwei. Hoffentlich ist hier nicht eine Horde noch. Na, ich denke, ein paar sind hier noch, oder? Ja. Wir haben noch nicht alle. Na komm, guck raus. Kuckuck. Oh, das war's? Nein, da. Nein, war es nicht, nein. Das war es noch nicht. Es sind die Büsche da. Versteck dich im Gebüsch. Nein, nein, nein. Okay, ich glaube, das waren alle. Ja, jetzt waren es alle. Yeah. Geschafft. Ja, und damit leveln wir ja auch immer wieder mit diesen. Okay, ich. Ich muss mich bei Ricky melden. Deacon, wie lief's? Ist erledigt. Die werden nicht mehr in der Gegend rumballern. Oh, Gott sei Dank. Ich sag's Iron Mike. Weißt du, wenn du so weitermachst, ist Mike im Handumdrehen dein bester Kumpel. Bis dann, Deek. Da ist noch irgendwas, ich höre einen Motor. Okay. Endlich, verdammt. Ja, der Sound ist nicht optimiert, deswegen verwirrt mich das immer, weil wir fahren schon und der ist immer noch am Motor anlassen. Bisschen komisch. Das Sprit, das hol ich mir mal. Dick, hast du die Jungs gefunden, die herumgeballert haben? Hey Mike, ja, ich hab sie gefunden und die werden nicht wieder. Hä? Was ist denn nun los? Wieso? Fängt wieder irgendwas an. Jetzt war ich eben leicht verwirrt, weil ich auf einmal stehen geblieben bin. Ich hatte gar keine Kontrolle mehr. O'Brien, ich bin bei einem deiner Signaltürme, der beim Rogue Camp. Drifter, St. John meine ich. Verstanden. Was soll ich hier? Ich werde... Ein Heli ist bereits zu dir unterwegs. Sei bereit. O'Brien, Ende. Ah, deshalb bin ich hier. St. John, sie sollten längst bei dir aufgetaucht sein. Siehst du sie? Ja, ja, die sind schwer zu übersehen. Was soll ich jetzt tun? Bleib an dem Forscher dran. Denk dran, wenn du nicht in Reichweite bist, kann ich die Daten nicht abgreifen. Ja, okay, ich das spiel ich wieder. Diesmal musst du einen ihrer Helis mit einem Peilsender versehen. Ich platziere den Peilsender am Heli. Komm schon, Leute, ich muss... Ja, ist ja ganz leicht. Hier laufen ja keine Leute rum. Also, was zum Teufel treibt ihr hier dran? Was, ne? Wolltet ihr nur mal kurz anhalten und euren...
Tank auffüllen? Hm? Falls ihr das Schild nicht gesehen habt. Ja, ein Benzin. Mindestens ein paar Dutzend. Nein, ich glaube, ihr habt ein ganz anderes Problem, oder? Alles klar. O'Brien, ja, zurück. Ich bin bereit. Das ist ein Signalempfang. Nein, war es nicht. Du hast mich nicht gesehen. Geh weg. Gern geschehen, O'Brien. Wie lange dauert das wohl noch? Woher soll ich das wissen? Wir verschwinden, wenn der Doc fertig ist. Oh, da kommt jemand. Da ist der Hunger. Oder sie ist. So weit weg. Ja, hat nicht geklappt. Schade. Schade, schade, schade. Also nochmal. Ich muss dahin. Upload abgeschlossen. Ja. Die Bibel. Jetzt kommen auch noch Bibelverse. Das muss nett sein. Überall bricht die Hölle los und man selbst liest ein wenig in der Bibel. Oh Gott, ja, Ryan. Seltsam. Erledigt. Okay, jetzt sind muss ich noch weg von hier, bevor mich einer von ihnen sieht. Oh, jetzt hat er ihn weggeschmissen. Den Kanister, egal. Ich muss abhauen. Gut. O'Brien. Muss jetzt nur mal kurz gucken. Fertigkeitspunkt. Den wir auch gleich mal einsetzen könnten.
Fernkampf. Überleben. Ja, das ist gut. Jetzt können wir von weiterer Entfernung sehen, wenn irgendwo was liegt, was wir gebrauchen können und so. Ich kann gerade nicht. Guck mich später nochmal an. Ende. Okay. Also später. Inzwischen suchen wir uns mal wieder eine Mission. Ja, hier. Kopfgeld wäre ja auch nicht schlecht. O'Brien, oh, verdammt. Ich bin's langsam leid, deinen Boten zu spielen, O'Brien. Ja, musst du aber leider. Da müssen wir durch. Dick, hast du die Jungs gefunden, die herumgeballert haben? Hey Mike, ja, ich hab sie gefunden und die werden mich wieder. Wird's irgendwie schlimmer? Ich werde mit den Treiber und Drifter, die hier durchkommen, anwesend die Drifter ausgenommen. Okay. Und ja, Mike, es wird schlimmer. Ich weiß nicht. Mike, ich glaube, es ist wie mit den Touristen aus Kalifornien, von denen du erzählt hast. Tja, wenn ich die Wahl hätte, dann wäre ich auch lieber hier. Ja, stimmt. Bis bald, Dick. Iron Mike, Ende. Lebend? Ach, komm schon, was? Wieso? Vor seiner Flucht stahl er 2 Beutelsamen. Deke, wir brauchen die. Ach, Scheiße. Wir müssen wissen, ob er sie verkauft oder versteckt hat. Das macht mir meinen Tag zwar komplizierter, aber okay, ich werde ihn mir holen. Deke, Ende. Okay, was haben wir denn da? Ja, dann guck mal. Ah. Oh, Scheiße, da ist er. Oh Mann. Lynchman, komm schon. Ich muss die Karre umdrehen. Oh oh. Da bleiben wir noch hängen. Auf. Hey Arschloch, halt sofort an! Jetzt holen wir so eine andere Karre. Nein, nicht die Karre. Die. Ja, ich fürchte, wir müssen es nochmal machen. Ja, ist so weit weg, klar. Ich komme jetzt gar nicht zu meinem Motorrad hin. Das ist blöd, wenn da so viel auf dem Haufen liegt, dann kann man nicht mehr das anpeilen, was man gerade haben will. So, jetzt. Ja, ich weiß. Ich weiß, jagen und so. Komm schon, was? Wieso? Vor seiner Flucht stahl er 2 Beutelsamen. Deke, wir brauchen. Warte mal, ich drehe mal das Motorrad erstmal auf. Wir müssen wissen, ob er sie verkauft oder versteckt hat. Das macht mir meinen Tag zwar komplizierter, aber okay, ich werde ihn mir holen. Deke, Ende. Einmal umdrehen. Dann können wir näher viel leichter. Losfahren, das geht denn schneller. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Jetzt hab ich dich. Oh, Scheiße, da ist er. So, schön warten. Verdammt, Lynchman, komm schon! Nein, du entkommst mir nicht. Leben kriegst du mich nicht! Hörst du schon, John? Schieß doch, Junge! Ach! Ui! Immer mit ihren Molotovs da. Sag
willst du hin? Du entkommst mir nicht! Jo, jetzt habe ich keine Muni mehr. Toll. Lass ihn nicht entkommen, Dick. Doch, wirst du wohl müssen. Boah, über die Brücke darüber. Haben wir nicht. Keine Muni mehr, ich kann nicht mehr auf das Bike schießen. Schon angeschlagen. Deine. Meine auch. Muss seine Karre kaputt machen. Ach. Cool. Hä? Ist die jetzt explodiert? Was nun passiert? Wie läuft's, Lynch? Alles gut. Was ist? Gab's im Camp nicht genug zu essen? Leck mich! Dachtest du ja, du killst ein paar Leute, haust mit deren Zeug ab. Na, ist ja egal, wenn hier einer verhungert. Hauptsache, du hast, was du brauchst, hä? Lass mich los, du Arschloch! Hey, 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 hör mir zu. Ricky wird ein paar Leute schicken und du sagst ihnen, wo die Samen sind. Und vielleicht erschießen sie dich, anstatt dich langsam aufzuhängen. Was sagst du? Keine Ahnung, wovon zum Teufel du redest! Okay, Mann, wie du willst. Hey, Ricky, ich hab ihn und ich schick dir seine Position. Irgendwer soll ihn abholen. Ja, das war jetzt gar nicht so einfach. Lass mich nicht zurück! Nein, nein, ich hab nichts gesehen. Okay, wir holen ihn ab. Lost Lake Ende. Hier ist irgendwas irgendwo. Mach's gut, Lynchman. Ist hier ein Fragezeichen aufgetaucht? Gucken wir mal. Hier ist es kalt. Ist gar nichts drin. Dann können wir wieder raus. Das ist Bike. Der liegt da immer noch. Okay. Ja.
ist irgendwo. Ist da wieder eine Horde? Ich höre es ja. Mann, Mann, Mann. Ich krieg das hin. Ich hoffe es. Okay. So. Dann los, komm. Weiter geht's. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was da wieder auf uns wartet. Ich will erstmal unten die Sache. So, Kopfgeld hier nochmal. Für die schwach. Machen wir nochmal Kopfgeld. Ach, der Sprit ist leer. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Diese Erde ist ein Geschenk für uns. Wie war denn das noch mit dem Schieben da? Ach so. Um für uns selbst zu sorgen und unsere Familien. Das sage ich nicht. Der Herr hat uns die Macht über sie gegeben. Aber einigen hat das nicht gereicht. Sie wollten mehr. Als uns das Benzin ausging, hoben sie die Preise an, damit sie die Macht in ihren Händen konzentrieren konnten. Und wir wollten Dämme für Elektrizität bauen. Doch ihre Lachswanderungen waren ihnen wichtiger, als unsere Häuser zu heizen. Wir wollten ein paar Bäume fällen, um diese Häuser zu bauen. Doch irgendwo da in der Nähe ist was. Ein paar Tüpfel-Uhus waren wichtiger als die gesamte Holzindustrie. Der ist die ganze Zeit hinter uns her. Jetzt hat er mich doch noch gekriegt. So. Weißt du was, Corp? Die Benzinpreise sind gerade ziemlich niedrig. Ah, das Problem ist nur, du musst es selbst finden. Und soweit ich weiß, gibt's hier eine Menge Wichser, die sich nehmen wollen, was rechtmäßig uns gehört. Oh, noch eine mobile medizinische Einheit. Ich muss irgendwie da reinkommen, nachschauen, cool, ob ich noch einen Injektor finde. Was für ein Zufall. Endlich wieder mal. Wo ging's hier raus? Hier irgendwo, genau, hier. Och, achso, da hat den Kanister darüber geworfen, das ist gut. So, erstmal tanken. Was für ein Zufall, echt. Da haben wir echt Glück. Haben wir Glück, dass letztendlich doch der Sprit ausgegangen ist, dass wir deswegen hierher gekommen sind. Sonst wäre ich glatt wieder vorbeigefahren. Das wäre schade. Echt cool. Das sollte reichen. Ja, das sollte reichen. 100% sollte reichen. Ich glaube, ich drehe mal die Maschine um. Vielleicht muss ich ganz schnell abhauen oder so. Weil hier ist eine Horde. Irgendwo ist hier eine Horde. So, ja. Jetzt fällt mir gerade wieder ein. Erstmal speichern wir. Ganz wichtig nochmal. Und dann werden wir versuchen, so viele Lautsprecher wie möglich kaputt zu machen. Leider werde ich wohl einige übersehen, weil ich fürchte, so, wenn ich so sehe, wie groß das Grundstück hier ist, fürchte ich, dass es einige Lautsprecher sein wird. Nicht nur zwei oder vier. Das sind Scheinwerfer. Nicht nur zwei oder vier, wie bei vielen anderen. Lautsprecher sorgen immer dafür, dass die Freakers hierher kommen. So, wo haben wir hier noch? Da. Hi Engel. So, das ist Nummer 2. Da haben wir die nächsten. Ich glaube, da war. Hier war auch noch einer, ne? Ja.
Sehr gut. So, dann gucken wir mal. Das kann doch nicht alles sein. Ich kann mir vorstellen, dass noch mehr da sind. Ich glaube nicht, dass sie auf dem ganzen Grundstück verteilt sind, oder? Ich denke eher hier irgendwo. Ist hier noch eine Hütte? Vielleicht irgendwie so eine Kabine? Nee, sehe ich im Moment keine. Würde ich sagen, riskieren wir es einfach mal. Oh, hier noch. Geh mal runter hier. Ja, jetzt versuche ich hier reinzukommen. Dafür muss ich den Generator einschalten, damit ich da reinkomme. Das Problem ist nur, da gibt es wieder einen Bonus, gibt es da wieder. Das Problem ist nur, dass sobald ich den Generator einschalte, die Lautsprecher aktiv werden. Das heißt, eine Stimme wird da irgendwas reden, irgendein Quatsch. Und dann kommen diese Frickers, die hören das ja. Das ist wie bei den Zombies halt, ne? Die reagieren. Kein Strom. Auf, na, ist immer noch zu, ich brauche Strom. Die reagieren auf Lärm. Irgendwo ist hier ein Generator. Wo ist der? Das Benzin, das ist schon mal gut. Den brauche ich. Aber wo ist der Generator? Hier ist eine Kabine. Da könnte noch ein Lautsprecher sein da oben. Ja, das hatten wir schon öfter mal gemacht. Boah. Hört ihr das? Die ganzen Rieker ist da. Irgendwo sind die. Ich sehe die gar nicht. Aber irgendwo ist eine ganze... Da unten. Da sind sie. Geradeaus da unten. Oh je. Das sind ja noch mehr als sonst. Wenn ich hier einen Lautsprecher vergesse... Schon durchgeschnitten. Wenn ich einen Lautsprecher vergesse, na dann gute Nacht. Wenn nur ein Lautsprecher noch an ist, dann kommen die alle hierher. Da bin ich tot. Ist da noch... Ne, ist schon ab, ja. Wo ist der Generator? Das ist die Frage. Müsste ja auch hier irgendwo sein. Die Lampe leuchtet grün. Gibt's da nicht. Ist nicht hier. Ja, der ist genau da, wo die ganze Horde ist, wa? Mittendrin. Nee, ich werde noch mal hier hochklettern. Das muss so ein Kasten sein. Da oben liegt was, das brauche ich jetzt gerade nicht. Eieiei. Ich sehe den Generator nicht. Komisch. Wahnsinn. Was auch passieren kann, wenn ich jetzt hier auf so einen Schreier, glaube ich, heißen die oder sowas. Das ist so ein Speer ist das. Der fängt dann an, laut rumzuschreien und dann kommen die anderen alle her. Ja, das ist dann auch voll der Super-GAU. Ja, wieso? Was kann ich denn hier machen? Das durchschneiden wahrscheinlich. Nutzt mir jetzt nichts. Gibt's doch nicht. Wo ist denn der Generator geblieben? Da hinten steht einer, aber ich weiß nicht, komme ich da nicht, da komme ich ja gar nicht ran. Das ist so ein Ding. Sowas in der Art suche ich.
Nee, der ist irgendwo anders. Da! Da ist er ja! Ich hab ihn gefunden. Sehr gut. Das war's. Ja, jetzt kann ich ihn starten. Wenn ich jetzt den Lautsprecher vergessen habe, dann... Oh, ich wusste es. Verdammte Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Ja. Jetzt ist der Super-GAU eingetreten. Irgendwo ist noch... Da oben! Ja, wie hätte ich die denn kaputt machen können? Ich bin erledigt. Ich bin tot. Hä? Okay. Hier wird gerade alles schwarz. Oh, ich muss weg. Ich bin erledigt. Jetzt habe ich die ganzen Viecher hierher gelockt. Ich hab's echt befürchtet. Der Super-GAU ist eingetreten. Boah, sind ja nur hunderte hinter mir her. Da hinten ist noch ein Lautsprecher. Müsste eigentlich zu meinem Bike, dass ich abhauen kann, aber ich laufe in die falsche Richtung. Ich muss schnell ein Loch hier finden, wo ich durch kann. Ah, weg, weg, Junge, lauf. Ich muss irgendwann wiederkommen. Ich komme ziemlich bald wieder. Ich muss mich erstmal in Sicherheit bringen. Ich kann es nicht mit 50 aufnehmen. Das geht ja gar nicht. Boah, guckt euch das an. Ein Wahnsinn. Ich kann nicht. Das wird nichts. Aber die können nicht schwimmen, glaube ich. Was? Ich darf nicht. Toll. Ich bin tot. So oder so bin ich tot. Egal, was ich mache. Ach, nee. Also ich muss die Dinger oben auch noch abschießen, Alter. Das sah mir aus wie wir. Wie Scheinwerfer eher, nicht wie... Wie Boxen, wie Lautsprecher da. Haben wir denn noch was? Wo ist denn? Da oben. Immer noch nicht. Ah, jetzt kommen sie wieder. Jo, wie oft denn noch? Ich habe ja jede Menge Zeit, klar. Sag mal, wie soll man die denn kaputt machen? Wahnsinn. Jetzt geht's aber echt los hier. Das Motorrad steht auf der anderen Seite. Man müsste sich verstecken können. Ah, nein. Boah. Heilen ist gut. Heilen ist ein Witz. Da ist nichts mehr zu heilen. Oh, wirklich da. Jetzt habe ich echt ein Problem. Ja, woher hätte ich das auch wissen sollen, dass das auch Lautsprecher sind? Das sah mir echt aus wie Scheinwerfer, wie gesagt. Ich muss ja einfach mal weg. Müsste mich irgendwo verstecken. Na, hier rein komme ich ja jetzt. Also, mal sehen. Wenn ich es einfach aussitze, leg mich hin und schlaf oder so. Die kommen sogar hier rein, das ist das Problem. So, jetzt kann ich mir ein Upgrade holen irgendwo. Ja, hier. Ah, ein Neuro-Injektor. Genau das, was ich brauche. Ja, da kann ich mal aussuchen, was ich mache. Konzentration, Ausdauer, Gesundheit ist immer gut. Ich mache fast nur Gesundheit. Genau, das ist so wichtig. Was nutzt mir Ausdauer und alles, wenn ich andauernd sterbe? So, jetzt gucken wir mal. Kann ich mich hier irgendwo hinlegen? Ah, ich kann nicht schlafen, wenn Feinde in der Nähe sind. Ja, zwei Lautsprecher haben wir vergessen. Muss mich rausschleichen und irgendwie abhauen. Ich
kann hier nichts machen. Was? Bleib weg. Es hört sich immer so an, als wenn sie mich gesehen haben oder so. Das haben sie aber gar nicht. Mal gucken, ob ich von hier aus abhauen kann. Oh, das könnte gehen. Ach nein, hinter mir ist einer. Weg. So. Jetzt zum Bike. Muss zum Bike, das steht direkt da drin, stimmt ja. Ich hab voll die Arschkarte. Dann bleibt mir nur eins übrig, das ist jetzt blöd. Ich hätte nur noch eine Chance. Habe ich jetzt. Zum Lager laufen. Das hört sich jetzt total krank an, weil es ziemlich weit ist. Aber dafür muss ich erstmal hier entkommen. Keine Ausdauer mehr. Ja, Ausdauer ist auch wichtig, aber das Leben war mir jetzt wichtiger. Also, die Lebensanzeige, die Energie. Verstärken, zu vergrößern. Weiter, lauf einfach weiter, Junge. Obwohl, so viele können nicht mehr hinter mir sein. Die drei, mit denen werden wir fertig. Und aggressiv ohne Ende. So, noch ein. Ja. Noch mehr Beute. Axt ist gut. Wie komme ich jetzt an mein Bike ran? Entweder ich laufe zum Lager, das mega lang dauert, oder ich versuche es nochmal zurückzulaufen. Das sind die beiden Optionen, die ich habe. Ich versuche es noch einmal. Ich habe es auch, wie gesagt, schon mal geschafft, eine ganze Horde zu vernichten. Das hat aber ziemlich lange gedauert. Man muss sie dann ausdünnen. Man schnappt sich immer welche, lockt sie dann irgendwo weg, sodass ein paar nur hinter einem her sind und nicht eine ganze Horde. Und dann kann ich noch was basteln hier? Nee. Und dann macht man sie fertig und das wiederholt man, so wie eben gerade. Dann hat man so 3 bis 5 hinter sich her und mit dem wird man dann fertig. Das klappt. Das geht schon. Boah, da unten, ein Wahnsinn. Da sind die alle. Wie soll ich da an mein Bike kommen? Boah, Wahnsinn. Wenn die jetzt laut rumschreien und die unten hören das. Na komm, das war nicht gut. Wenn sie jetzt nach und nach kommen, ist es kein Problem. Zumindest ist es schaffbar dann. Aber wenn jetzt alle kommen, dann... Nee, es kommt gar keiner. Irgendwo schreien auch welche, die haben mich wohl auch gehört. Ja, da. Beziehungsweise die anderen. Die gestern haben sie gehört. So, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Die sind ziemlich nervös, aber die ziehen weiter. Ich hätte jetzt eine Chance, wenn ich jetzt lang genug warte. Dann habe ich die Chance, mein Bike zu holen. Das sieht gut aus. So, gucken wir uns hier um. Das ist schon richtig krass gemacht, wa? Boah, da kriegt man schon eine Gänsehaut, wenn man das sieht. Sehr beeindruckend. Ihr habt mich schon lange gesehen. Oh, nicht gut. Das ist richtig spannend. Ich meine, das wäre ja auch, man muss ja auch mal so sehen. Es wäre ja auch einfach, wenn ich jetzt reinmarschiert hätte, hätte das erledigt und wäre wieder verschwunden. Das wäre langweilig. Aber sowas liebe ich hier. Solche verrückten Aktionen. Das ist genau meins. Das ist spannend. Ja, und wie es aussieht, der Winter hat uns eingeholt. Es sind wieder viele, viele Monate vergangen. Wir waren schon lange nicht mehr bei unserem Kumpel. Wir wissen gar nicht, wie es ihm geht. Das ist ja schon Monate her. Wahnsinn. Er könnte tot sein. Er könnte schon längst gesund sein. Er könnte verheiratet sogar sein. Kinder haben. Alles könnte möglich sein. Was? Ja. Ich schnell mal die Waffe wechseln. Auf alle die einfach ist egal. Nee, ist keine mehr. Ich dachte, ich hätte noch ein oder zwei. Ist keiner mehr da.
So, Lautsprecher, der ist ziemlich dicht. Lautsprecher ausmachen. Die kommen immer einzeln, das ist gut. Noch. Auch mein Bike eigentlich. Im Moment ist es gut, aber es kommen immer mehr. Oh oh. Muss schnell machen. Wenn ich es schaffe, sie fertig zu machen, bevor die nächsten kommen, dann geht es eigentlich auch. Muss an die Lautsprecher kommen. Ist doch direkt hier. Ist das Ding? Da oben? Ja. Oh, da ist der nächste. Den Laden? So. Beziehungsweise. Gesundheit. Ich bin ja direkt beim Lautsprecher. Klar, wenn ich sie alle anlocke. Bitte mal ein bisschen weglaufen. Eieieiei. Es sind immer noch so viele da hinten. Ich will nur den Lautsprecher hier ausschalten. Ich komme nicht dazu. Wenn ich geschossen habe, muss ich abhauen. Es kommen immer mehr. Also, wenn es so weitergeht, naja, wer weiß. Wir haben zumindest die Chance. Und mit diesem Taschenmesser ist das blöd. Oh, ich muss Gesundheit auffrischen. So. Ja, 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 es kommt immer mehr. Und es sind immer noch 50 da mindestens da. Ich hätte immer noch keine Chance gegen die alle. Die machen zu viel Lärm, ob die jetzt hier sind. Die anderen werden das hören da hinten. Und dann kommen gleich 20 auf einmal angerannt. Komm nicht mal Ausdauer auffüllen. Der ist tot. Auf, pass auf, pass auf. Oh, den Blick. Schnell, wo ist denn das Ding? Oh, bis ich das Teil gefunden habe. Wahnsinn. Die Ausdauer geht mir verloren. Oh, erstmal ein bisschen Ruhe. Da kommen wieder zwei. Ein Königreich war eine gute Nahkampfwaffe. Jetzt hören sie es ja, klar. Umso mehr ich schieße, umso schlimmer wird. Umso mehr kommen. Und die Kälte setzt uns bestimmt auch zu, wer weiß. Weiß ich nicht. Ob das hier auch so ist wie bei Red Dead Redemption 2. Doch, irgendwas tut sich doch hier, oder? Mit der Kälte. Ich hab schon das Gefühl. Keine Ahnung. So, im Moment läuft's, aber es kommen ja noch 50 an. Aber so langsam dünnt sich das echt aus da unten. So viel könnte es auch nicht mehr sein. Ich kämpfe ja schon eine Stunde hier. Nee, Quatsch, so lange noch nicht. Boah, nee. Ausdauer geht mir aus. Ich habe keine Medi mehr. Jetzt wird's aber knapp. Die frieren auch irgendwie ein hier, die Zombies. Irgendwie wird den kalt. Um die Nase. Mal gucken, kann ich noch Medizin basteln? Das hilft dir auch. Verband. Jetzt noch eine schöne Waffe. Wahnsinn, Wahnsinn. Man hat das Gefühl, das nimmt gar kein Ende. Eine Waffe. Krass.
Oh ja, das bin ich gleich erledigt. Ich muss weg. Jetzt ist es soweit. Ich muss abhauen. Oh nein, jetzt bleiben wir hier hängen. Das auch noch. Guck nochmal. Doch, es geht noch. Hat der vorhin was gebastelt? Wir werden jetzt auch langsam, ne? Durch diesen Frost. Das ist unser Vorteil. Ich sollte nicht aufhören. Wie lange ich das durchhalte hier? Und wie lange noch? Immer noch so viele. Und wir leveln auch wie sonst was. Also schon krass, wenn ich jetzt hier wirklich durchhalten würde. Dann habe ich schon viel, sehr viel erreicht. Wo sind die jetzt? Da. Macht den echt zu schaffen. Da müssen sie noch so weit laufen. Zu mir hier. Schöne Waffe. Würde mir so viel Zeit sparen. Eine Nahkampfwaffe. Und wenn es nur ein Brett wäre oder so. Da war doch unten was, oder? Nee. Leider nicht. Wie ist ein Schrott? Sag mal, langsam müssen die doch mal ausgehen hier. Selbst die ganze Horde müsste ich doch langsam mal erledigt haben. Unglaublich. Das ist echt verrückt hier. Das muss doch mal aufhören. Hilfe! Ja, neuer Fertigkeitspunkt. Eben mal so, einfach so. Das ist doch geil. Krass. Jetzt habe ich eine ganze Horde hier platt gemacht. Jetzt können echt nicht mehr viele sein. Das können nicht mehr viele sein. Oder? Das war hier jetzt schon eine ganze Horde. Ein paar Geistern hier noch rum. Klar, aber... Mach trotzdem den Lautsprecher kaputt, weil man weiß ja nicht, ob ich nochmal wiederkommen muss. Wir haben echt Probleme hier. Weil es kalt ist. Oh, ich höre immer noch die Stimmen. Da hinten da. Sind noch ein paar. Aber schon entschieden weniger. Man sieht's. Man sieht es, also da war eine ganze Armee, war da. Aber, bitte mal endlich auf die Savannah. Na jetzt. Sieht das Farbenkreuz überhaupt nicht. Ah, da ist es. Da in der Mitte ist das Ding. Man müsste hochklettern oder was, ne? Endlich. So, der ist kaputt. Sehr gut. Der sieht aus, als wenn er eingefroren wäre hier. Warum nur nicht sterben jetzt? Ich muss ja noch an zu meinem Bike. Das könnte ich ja einfach abhauen, aber kann ich nicht. Geht noch. Hab noch ein bisschen Medi. Kann ich noch was basteln? Habe ich wieder was? Nee, leider nicht. Das sind echt nicht mehr viele. Wie viel sind das? Nur 20 oder so, was? Da kommen noch welche angelaufen. Nur nicht jetzt übermütig werden. Ganz vorsichtig. Genial. Eine ganze Horde haben wir fertig gemacht. Ey, krass. Das kann ich nicht freuen. So. Die anderen sind da hinten, weil nämlich da auch noch ein Lautsprecher ist. Mal gucken, ob ich den auch noch
kaputt machen kann. Oder ob ich zu meinem Bike erstmal komme, dass ich speichern kann. Das wäre genial. Das müsste doch klappen. Das steht ja hier vorne. Das sieht gut aus. Ich könnte auch abhauen jetzt, aber ich speichere mal. Bitte, lass mich speichern. Macht er nicht. Dann fahre ich erstmal weg und komme gleich wieder. Aber dann ist die Horde wieder da. Ne? Nee, eigentlich nicht. Ja, in dem Spiel ist das nicht so. Normalerweise. Wieder weg. Ich guck mal, ob das jetzt geht. Ja, es hat geklappt. Wir haben gespeichert. Sehr gut. So, jetzt gehe ich mal gucken. Ich fahre zurück. Das ist das Geile hier an dem Game hier. Da merkt sich wirklich alles, ne? Wenn ich 20 getötet habe, dann sind die auch wieder weg und tauchen nicht wieder auf. Echt genial. So, ich lasse das Bike mal ein bisschen weiter weg. Lassen wir mal hier stehen. Dann kann ich hier direkt abhauen. Da kommen noch mehr, da hinten auch. Ach, du glaubst nicht, da kommt eine neue Horde. Oh nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann hauen wir ab. Da ist eine neue. Dann verschwinden wir. Dann machen wir jetzt was anderes. Also, nee. Dafür habe ich jetzt zu lang hier gekämpft und so weiter, dass ich jetzt letztendlich noch sterbe oder so. Nee, nee. Dann fahren wir. So, dann gucken wir mal nach, was wir jetzt machen können. Was können wir tun? Genau, Kopfgeld. Wollte ich eigentlich, aber machen wir mal was anderes. Machen wir mal das jetzt. Kopfgeld hatten wir ja aber auch vorhin schon. Echt krass. Jetzt der Schnee wieder weg, wa? Ähnlich. Eben war noch Schnee da. So, wieder zurück. Ich speichere da auch. Das war ja jetzt echt genial. Hat mega Spaß gemacht. Jetzt haben wir uns die Fahrt hier verdient. Einfach nur genial. Ganz großes Kino war das eben. Ja, letztendlich hätte ich weitermachen müssen. Da hätte ich die ganze Horde weg gehabt. Und wahrscheinlich ist es doch wieder gespawnt. Ist doch wieder alles da. Wer weiß. Soll eigentlich nicht so sein. Wurde mal gesagt. Von den Machern. Aber naja, kommt mir aber so vor. Es sei denn, da sind zusätzliche gespawnt. Wer weiß. So, jetzt gucken wir mal. Ach, Sprit ist noch genug da. Können wir weiter. Da sind zwei Fragezeichen. Da ist irgendwas los da unten. Mann, Monate schon vergangen, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Unseren Kumpel haben wir nicht gesehen. All die Zeit. Oh. Ui, das hätte klappen können, aber. Hat's aber nicht. Ja, es geht. Guck mal, was da los ist. Zwei Fragezeichen waren da. Oh nö, hier schon wieder. Ne, dann fahren wir weiter. Und wieder ein Horde. Ja. So viele sind das nicht, ne. Dann könnten wir uns ja mal hier betätigen. Komm da runter. Hier vielleicht noch Nester oder so. Ja, doch. Das ist schwarz. Jetzt suche ich mir mal eine schöne Waffe wieder her. Hier jemand? Können wir hier was sammeln? Haben wir alles noch? Bauen können. Hin. Geht nichts.
auch nichts weiter. Doch hier. Das ist gut. Da drüben auch. Ja, hier waren wir auch schon. Liegt überall noch was. Gut, dann können wir weiterfahren. Aber die Maschine, die muss dringend repariert werden. Mal schauen, wie weit das Zeug jetzt reicht. Aber wir haben gar nichts, ne? Nicht. Ich habe kein Material. Ne, wir müssen hier sammeln. Das geht einfach nicht. Kann so nicht weiterfahren. Was? Ja, sehr gut. Eine Waffe. Das war nicht. Was haben wir da? Ein Medikit. Da können wir raus. Gut, dann gucken wir mal die Autos durch nach Schrott und so. Das ist eins der wichtigsten Sachen, die man hier braucht. Die man hier auch finden kann. So, noch mehr Autos. Brauchen wir. Da stehen noch jede Menge. Ja, da ist noch eins. Ja, gut. Nee, doch nicht. Ah, das war gemeint. So, da ist noch eins. Nicht weggehen. Doch, dann haben wir das und das.
Und nur? Jetzt habe ich hier keine Autos mehr. Hier noch. Hier ist gar nichts. Sowas gibt's auch. Dass man einfach aufmacht und man findet gar nichts. Toll. Die Mülltonne brauche ich auch nicht. Ne, jetzt kann ich nicht holen. Schade. Ey, das Ding hole ich mir mal. Ja, das ist gut. Oder? Kann ich das schon? Kann ich ja sogar bauen, ja. Gut. Dann werden wir uns langsam so auf den Weg zum Motorrad machen. Und immer weiter Ausschau nach Schrott halten. Ne, ist nichts. So, warte mal. Können wir es noch reparieren? Muss doch jetzt gehen. Ich krieg das schon hin. Ja, das wird halten. Gut. Wo ist er? Da hinten, den kann ich ja abhauen. Brauche ich nicht warten. Dann geht die Reise mal weiter. Ist noch Sprit, ich meine, kann man ja ruhig mal machen. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Da ist jemand. Ja, gutes Timing, das stimmt. Ich tanke und der will mich umbringen. Der rührt sich nicht, auf ihn! Erwischt! So. Die hatten genug Zeit wegzulaufen. Da ist noch einer. Besser als nichts. Und weiter geht's. Hä? Ach, da ist das Seil von den Banditen. Man ist immer so stark angeschlagen und die Maschine hat schon wieder Schaden erlitten. Das ist das Problem. Toll. Eben gerade repariert. Jetzt ist es schon wieder kaputt. Och nö. Ich habe doch gerade eben meinen ganzen Schrott zusammengekratzt, um die Maschine zu reparieren. Reicht das noch? Reicht noch, ja. Jetzt habe ich wieder alles verbraucht wahrscheinlich. Toll. Das gibt es doch nicht. Schlimm. Man sieht das immer zu spät. Ui, das war knapp. Au. Da habe ich die Kurve nicht gekriegt. Weiter. Man muss ja nicht immer auf dem Weg bleiben. Das juckt hier keinem.
Was? Das machen wir. Wir auch. Komm her. Na komm hier, na komm. So, jetzt haben wir wieder einen. Gerettet. Warte, halt durch. Ich komme. Hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Camp ist. Wohin? Wohin? Ich gehe. Ja, wo bringen wir ihn hin? Hinten Hot Springs. Beim Belknap-Krater. Das Hot Springs Lager. Rede mit Alkai Turner. Er ist der Sicherheitschef. Oh mein Gott, vielen Dank, Mann. Ich dachte, ich gehe hier drin drauf. Ja, sag ihnen, es war Deacon St. John. Die kennen mich. Einfach immer weiterlaufen. Meide die Straßen. Und stirb ja nicht. Ich krieg Provision für dich. Ich krieg eine Provision. So, da können wir weiter. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Na, hier haben wir auch schon alles abgeräumt. Soweit. So, weiter geht's. Der hat sich schnell hingelegt. Das war eine Falle. Der hat sich ganz schnell hingelegt, als ich kam. Das habe ich gesehen. Ja, lauf nur weiter darum. Aber du läufst doch weg. Wo ist die jetzt? Da. Immer den Schüssen nach. Das habe ich gesehen, wie der sich da ganz schnell hingelegt hat, als ich da ankam. So. Die Waffe vielleicht mal ein bisschen reparieren, geht gerade nicht. Ich behalte sie aber trotzdem jetzt mal. Boah, die Karre ist wieder ziemlich angeschlagen. Mal sehen. Ja, jetzt geht's los. Jetzt reicht mein Material nicht mehr. Jetzt geht das wieder los. Ist ganz schlimm jetzt hier. Heute. So, vorsichtig durchfahren. Erst habe ich gedacht, das ist ein Bug. War es ja irgendwo auch. Wo der sich da ganz schnell hingelegt hat. Sah aber krass aus. So, jetzt fahren wir weiter. 1,1 Kilometer, ne? Linda, Silvia, habt ihr lange gewartet, hä? Ja, das nutzt euch nichts. Ich fahre hier durch. Ja, der wollte mich ja töten. Oh oh. Nicht schießen bringt nichts. Das ist der Kerl nicht wert. Wo sind wir denn hier? Hier waren wir noch gar nicht, wa? Kann mich gar nicht erinnern. Zumindest muss das schon sehr lang her sein. Das Licht.
Gut, wir sind da. Alles gut. Ja, alles gut, genau. Sehr gut, es wird gespeichert. Und dann schauen wir uns mal hier um. Hallo. Das ist der Mechaniker. So, reparieren. Und mehr können wir hier nicht machen. Das war's schon wieder. Komm bald wieder. Hey, danke dir. Dick, danke fürs Herkommen. Was ist los? Erinnerst du dich an Larsen, der das Mädchen in Marion Forks gesehen hat? Hatte ich dir doch erzählt. Ja, ich erinnere mich. Tja, er wollte noch mal hin. Gucken, was da noch so ist. Er kam nicht zurück. Wir glauben, ein paar Drifter haben ihn geschnappt, die in der Belknap-Wildnis unterwegs sind. Scheiße. Wo wurde er zuletzt gesehen? In einem Haus im Osten der Stadt. Dem Old Wagon Hotel. Ja, das kenne ich. Danke, Dick. Echt nett von dir. Na klar, machen wir doch. Wir schauen uns da mal um. Das Bike ist repariert. Es geht bestimmt um dein Bike, oder? Wie laufen die Geschäfte, Sam? Da geht's raus. Vorsicht, so. Möchte ich nicht mit meiner Maschine rumfahren. Das ist nicht so praktisch mit der. Ist der Shopper. So, da sind wir. Kannst du Larsen sehen? Ist er da? Ah, keine Ahnung, aber wenn, dann finde ich ihn. Ja, und wenn, dann schießt er auf mich. Hilfe! Ich bin hier! Verdammt! Oh, da war ja einer. Egal, was ich jetzt mache. Das wird sowieso falsch ausgehen. Habe ich jetzt mal gedacht. Könnt ihr einfach mal so ein Bömmchen da reinschmeißen? Und dann wissen die auch, was los ist. Sicht. Dreh dich um, Junge, bevor andere Leute kommen. Dreh dich doch einfach um. Was denn nervös? Wer ist das denn? Was? Wer ist was? Los, Leute, wir schaffen das! Yeah. Yeah,
gleich mal drei Leute fertig machen hier. Das ist ein bisschen einfacher. Okay, das haben wir mal so nebenbei gemacht. So, da hinten. Schrott, das holen wir uns näher. Auf, du Scheißding. Ja, in dem Haus waren wir schon mal. Das kenne ich doch. Hey Larsen, hältst du noch durch? St. John, ich wollte nur in die Stadt was trinken, mit Freunden rumhängen. Sobald du frei bist, machst du, dass du von hier wegkommst. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Keine Ahnung, wo du hergekommen bist, aber meine Güte. Los, lauf. Mhm, sehr gut, das haben wir. Die Gangster sind immer noch da. Nee, das ist ein... So, dann gucken wir mal rum. Hier noch was einsammeln kann. Man kommt dann leider nicht rein. Hier bist du. Ja, die rennen immer noch rum. Und irgendwann kommen wir da in diese Räume rein. Keine Ahnung, was da drin ist. Das dürfen wir noch nicht wissen. Das ist noch geheim bis jetzt. Oh, hier liegt jede Menge rum. Aber jede Menge. Da ist noch was. Ne, das ist draußen. Außen. So, was haben wir hier? X. Das, hä? Wo sind denn die? Die sind oben irgendwo, oder was? Seltsam. Nicht ändern. Da liegen hier draußen, ja. Das waren ja vorhin die ich hier fertig gemacht habe. So, hier muss noch was sein. Ist ja auch. Da kann ich nichts machen. Basteln, oder? So. Ein Pflänzchen? Wo ist das hier? Hier, ne? Nee. Ah, da. Jo, dann können wir zurück zum Bike. Gut, dann fahren wir wieder langsam wieder zurück, nachdem ich da das noch aufgebrochen habe, das Auto hier. Thank you.
Sprit ist noch ganz gut. Naja, so drei Viertel. Obwohl, hier ist ja direkt was. Ach, dann tanken wir mal lieber. Bevor ich wieder dastehe. Boah, ich war wieder. Wieder eine Horde. Geht nicht mit der Zapfsäule. Ich muss den Kanister benutzen. Benzin. Dann mal los. Gut. Gut, weiter geht's. Tag, bist du da? Ich habe Larsen gefunden. Er sollte jetzt auf dem Weg nach Hot Springs sein. Sehr gut. Alkai wird nach ihm Ausschau halten. Es sind jetzt noch mehr Ripper nach Belknap unterwegs. Wir brauchen hier jeden Mann. Tucker, Ende. Ah, da geht's. Doch, da liegt was. Das liegt doch so einladend da. Das kann ich doch nicht da liegen lassen. Gerade wo ich so viel Zeug brauche. Ah, da ist auch noch was. Jede Menge Schrott brauchen wir. Ah, das geht nicht mehr. Könnte ich ja die Maschine reparieren. Nee. Ach, die ist schon 100%. Ah, sehr gut. Gut. Ausnahmsweise hat sie mal 100%. Oh, Scheiße, was zum Teufel ist denn hier passiert? Ich sollte mich mal umsehen. Wollte ich eigentlich nicht, aber machen wir jetzt mal kurz. Da mal kurz rein. Ist dann der Punkt, wo ich Untersuchungen vornehmen kann. Keiner. Oder? Nee, da ist eine Axt. Nee, fahren wir weiter. Da vorne sind welche. Oh ja, das hat mal wieder geklappt. Lang hat's gedauert, aber jetzt hat's wieder einer geschafft. Da haben wir auch gute Erfahrungen da drin gemacht. Abenteuerliche Erfahrungen in diesem Lager eben. Da haben wir auch so ein Ding mit Lautsprecher und so weiter. Wo die uns massiv zu schaffen gemacht haben die ganze Zeit. Die Freakers sind ewig auf uns drauf. Gestürmt. Hier müssen wir lang. Da hier ist was los.
Ich glaube, ich befürchte, da geht's nicht weiter. Das ist mal eine ganz schöne Strecke, wa? Krass. Das zieht sich. Sowas von. Boah. Jetzt wollte ich mal eine Abkürzung nehmen. Ich muss ausgerechnet gegen einen Felsen fahren. Funktioniert das? Kann man einfach darüber fahren? Ich fürchte nicht, oder? Was passiert? Nein! Ich muss wieder zurück. Das Bike ist verloren. Wieder zurück. So. Ich muss jetzt zu Fuß weiter. Und dann hole ich das Bike. Da ist ja ein Lager. Da kann ich das ganz einfach wiederholen. Alles wird gut. Hätten sie aber auch anders machen können, dass man hier rüber schwimmen kann oder so. So kriege ich das Bike nicht mehr raus. Bisschen sammeln noch hier? Wo ist denn das? Ja, da. Der ist jetzt böse hinter mir, weil ich einfach weglaufe. Das gefällt ihm nicht. Hier liegen ja immer noch die Toten rum. Eieieiei. So, jetzt können wir mal gucken, wo können wir denn das Bike wiederholen. Das ist in die Werkstatt. Dann gehen wir erstmal hierher. Wie geht's, Bruder? Dick. Ich könnte wirklich eine zweite Hand gebrauchen. Du legst dich hin. Ja, Mann. Er darf noch keinen Besuch haben, aber ich brauche wirklich Hilfe. Okay, bis später. Ich bin hier. Hey, Doc, im Ernst. Kann ich danach wieder Klavier spielen? Sehr witzig, William. Leg dich hin. Okay, Flohwalzer geht. Echt jetzt, es geht etwa so. Wie du siehst, geht es ihm schon viel besser. Das Fieber ist komplett weg. Gut, sehr gut. Alles klar, ich muss mich noch um was kümmern. Wie ich schon sagte, William verdankt dir sein Leben. Usa schuldet mir einen Dreck. Ich schulde ihm. Ich hab noch zwei gerettet. Eddie und Mia wären gestorben ohne Antibiotikum. Das solltest du wissen. Das hätten wir uns ja auch denken können, mehr oder weniger. Ui, ja, gut. Das scheint ihm schon etwas besser zu gehen.
Allerdings. Allerdings. So, das Bike steht immer noch im Sumpf da drinnen. Wasser? Das holen wir gleich mal raus. Wie läuft's so? Man könnte ja langsam mal eine andere Waffe sich holen. Wäre ja auch mal was Gutes. Ja, Stufe 3 brauche ich da. Ich krieg's einfach nicht. Ey, dann behalte ich meine lieber noch, wa? Ist ja alles noch gesperrt da. Armbrust. Na dann. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend für heute. Morgen geht's dann wieder weiter. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Wir haben eine Menge erlebt hier heute. Wir haben uns hier durchgekämpft. Ich hole noch schnell mal das Bike hierher. Hey Mann. Ich schaue mich mal um. Ist das okay? Und ich mach das schon. Ja, wir haben uns hier echt durchgekämpft. Okay. War gar nicht so einfach. So, da ist das Bike. Sehr gut. Jo, und dann geht's morgen weiter, würde ich sagen. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank und vielen Dank für die Follower und noch viel Spaß hier auf Twitch und bis morgen. Tschö mit Ö und grüßt mir die Hamster.